And yes, finally, the Bootstrap tournament is announced. Now open for participants to apply. You are just going to the Discord in the description, applying through the reaction in the specified channel. You will see everything there. We will help you set up your game if you need. You need a Stronghold Crusader Extreme Installation 1.41 to participate. And you need to be a new player because all the experienced players are banned from this tournament. They are only able to teach. If you want to be a teacher as well, just apply through the teacher emoticon as well. And yeah, see you soon on the battlefield. Every student is taught at least 1 hour in voice in one-on-one. And we are hopefully seeing some very nice games on the weekend of 27th and 28th of August. More details on the schedule will follow, and we will also explain all the rebalance statistics and all the rebalance units and buildings down the line. So keep getting notified for those upcoming videos. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer Xander ist wieder back am Start. Und ja, ihr habt ja gerade das Intro schon gesehen. Und ich möchte auch noch mal eine kleine Ankündigung machen oder einfach ein bisschen dafür werben für das Bootstrap Multiplayer Turnier. Ja, organisiert von Cry Lotus. Sind aber noch andere Leute mit dabei. Und ich bin selber auch mit dabei. Und möchte euch dazu einladen, ja, dass ihr mitspielen könnt. Und das KI-Turnier ist ja zu Ende gegangen, also warum nicht mal ein richtiges Multiplayer-Turnier? Es ist unfassbar viel passiert in dem Zeitraum, wo wir das KI-Turnier gemacht haben. Die Balance ist sehr stark verfeinert worden. Die Turnier-Balance von damals damals ja auch schon wirklich ein bisschen länger her, wo wir die erstellt haben für das KI-Turnier, basiert auf dieses Multiplayer-Balance. Und ja, ich möchte euch so ein bisschen Leitfaden geben auf Deutsch, wenn jemand sagt, okay, ich Englisch nicht ganz so meins. Wo ihr nochmal alles finden könnt im Prinzip. Genau. Also hier ist halt der Server. Der Link findet ihr, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Und hier ist so im Prinzip alles, was ihr wissen braucht. Es gibt hier einmal das Setup selbst, also was ihr halt benötigt. Und die ganzen Links dazu, die verlinke ich auch alle auch unten. Und ja, ihr braucht natürlich Stronghold Crusader. Macht, denke ich, Sinn. Könnt ihr einfach über Steam bekommen. Und dann am besten eine Vanilla-Version rauskopieren und irgendwo speichern, weil natürlich haben wir ein UCP drauf, kenne ich, habe ich ja auch drauf. Aber wenn ich jetzt hier meine Stronghold-Version mal durchgehe, habe ich ein bisschen mehr als nur im Prinzip eine einzige Stronghold-Version. Und da habe ich halt immer so eine cleane Version hier rumliegen. Im Prinzip habt das am besten auch auf eurem PC irgendwo eine extra Version, damit ihr sozusagen verschieden spielen könnt. Mal gegen KIs, mal Multiplayer und so weiter und so fort. Denn Multiplayer hat immer das Problem mit den gleichen Änderungen. Deswegen sollte man eine Version nur für Multiplayer haben, ohne die anzufassen. Genau. Ja, was braucht ihr eigentlich denn noch so? Natürlich, klar, Patch, logisch. Falls ihr den benötigt, gibt es auch noch hier die Möglichkeit, ein Patch im Prinzip runterzuladen, wenn ihr auf diesen Link klickt. Und dann findet ihr sozusagen hier unter der Seite die ganzen Patches, die ihr runterladen könnt für Stronghold Crusader. Hat den Vorteil, dann habt ihr diese ganzen Werbungsgeschichten nicht drauf von Steam. Oder uns einfach die Steam-Version. Je nachdem, was ihr wollt, ist beides möglich. Genau. Ja, hier ist der Bootstrap-Installer. Den müsst ihr einfach installieren. Das ist kein Problem. Ist ein Programm. Und der sagt dann einfach, hey, wo ist euer Stronghold-Setup? Und am besten packt ihr diese Exe in euren Stronghold-Setup rein. Wenn ihr direkt drauf klickt, dann weiter zum Download. Download erst direkt runter. Er wird aber wahrscheinlich ankündigen, dass es hier Probleme gibt. Ihr müsst die Datei natürlich behalten, sonst bringt das natürlich nichts. Trotzdem behalten und gut ist. Und dann packt ihr sie einfach in den Stronghold-Ordner rein und gut ist. Dann läuft das Ganze. Also bei mir sieht das dann im Prinzip, wenn ich jetzt die richtige Version nehme, so aus. Dieses hier. Und dann seht ihr, hier ist dann die Sache drinne. Dann könnt ihr das halt installieren. Und ihr müsst vorher das einmal updaten im Prinzip. Dann sieht ihr so ein Update im Prinzip aus und er prüft dann halt, ob alles korrekt ist. Denn anders wie funktioniert das nicht. In dem Fall, mir ist jetzt alles korrekt installiert. Hier Version 1.9.9c, die Tournament-Version, ist installiert. Also dementsprechend sagt er dann, dass die Installation okay ist.
Ihr könnt aber auch mit dem Custom Graphics Generator könnt ihr so ein paar Sachen in-game ändern, falls ihr Bock habt. Ist aber jetzt nicht relevant, nur für euch eine andere grafische Einstellung von Monsterfish, der übrigens da sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat. So viel dazu. Ja, was natürlich auch braucht, ganz wichtig, ist Game Ranger. Game Ranger ist diese Geschichte hier. Und Game Ranger ist das Programm, worauf wir spielen. Das ist halt ein altes Programm, aber interessanterweise das beste Programm. Alternativ gibt es noch Hamachi. Und naja, Stronghold ist so ein bisschen, mehr haben wir nicht zur Auswahl. Was sollen wir machen? Nutzt Game Ranger und dann sieht das Ganze für euch so aus, wenn ich jetzt mal meinen Game Ranger starte. So, dann habt ihr sozusagen natürlich einen Account. Bei mir ist sie jetzt UCP Xanatien Alpha. Ihr müsst natürlich auch euren Account erstellen. Am besten ihr nehmt den Account mit dem gleichen Servernamen. Das steht hier unten auch nochmal in den Regeln drin. Mal ganz kurz. Wo jetzt in der Rules-Info. Genau, dass hier der Ingame-Name im Prinzip gleich ist. Zu den Regeln komme ich auch gleich nochmal. Die habe ich mal auf Deutsch übersetzt. Das heißt, wenn ihr das mal ändern wollt, könnt ihr auch auf euch klicken, dann auf diesen Stift. Und selbst wenn ihr normalerweise einen anderen Namen habt, aber vielleicht auf, was weiß ich, Game Ranger und euer Discord-Name ist irgendwie anders, könnt ihr einfach sagen, okay, ich gehe auf mein Server-Profil. Das heißt, das Profil ist dann nur für diesen Server. Und dann könnt ihr irgendwas hinschreiben und dann ändert sich das. Dementsprechend könnt ihr einfach hier einen neuen Namen setzen. Ich kann jetzt hier mal als Beispiel Xanatien Alpha, keine Ahnung, Klammern, UCP ändern und Änderung speichern. Und somit werde ich jetzt als UCP wahrgenommen. In anderen Server, wenn ich jetzt auf Hacksaw Discord gehe, bin ich weiterhin, wie gesagt, hier habe ich wieder einen anderen Tag und so weiter. Da könnt ihr das natürlich ändern, wie ihr wollt. Also da nochmal für euch, achtet drauf, dass der Name passt, damit wir euch erkennen können. Genau. So viel zu dem Programm, die ihr benötigt. Ja, stellt auf einen Account, wie gesagt, logisch, und dann passt das Ganze. Da Links findet ihr alle unten. Also alles, was ich gezeigt habe, findet ihr unten. Zum Setup selbst könnt ihr auch noch mal ein bisschen was nachgucken. Und zwar, das ist hier auf Cryolotus GitHub-Seite. Und das ist hier so der Changelog. Seht ihr hier Version 1.1. Das habe ich auch unten verlinkt. Da könnt ihr sozusagen alle Änderungen sehen. Alle Änderungen basieren von dem Vanilla Stronghold. Und die sind halt angepasst worden. Plus natürlich für Sachen, die verbessert worden sind, für Buffs und Minus für Nerfs. Und Y für Or Just Change. Ich glaube, an Sachen, die noch angepasst werden sollen. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Wichtig ist eigentlich nur für euch die Plus und die Minus. Und der hier Spearman wurde zum Beispiel krass gebufft, kostet nur noch 5 Gold. Auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Hat natürlich Tempo bekommen. Und ihr seht auch noch ein paar andere Änderungen. Ja, und da seht ihr halt, wie viele verschiedene Sachen es halt hier gibt. Sehr, sehr umfangreich. Und könnt ihr euch natürlich anschauen. Aber ja, das ist so das Ding. Das, ja, so viel zum Setup an sich. Es gibt natürlich noch ein Rules-Video auf Standard von Cryolotus natürlich. Das verlinke ich euch auch nochmal. Wie auch alle Links, die hier soweit vorhanden sind, die relevant sind für euch. Und ich denke mal, dann passt das für euch. Genau. Kommen wir kurz zu den Regeln. Ihr seht das hier auf Englisch. Ich habe mir die Mühe gemacht, und für euch alles mal auf Deutsch zu schreiben als PDF. Ich hoffe, dass Cryolotus das irgendwie im Discord zum Download anbietet. Ich gehe mal davon aus. Sonst kann ich das auch nochmal als Download anbieten, damit ihr es hier runterladen könnt. Werdet ihr dann sehen, wenn das Video online kommt. Genau, es gibt 2 Tage, also vom 27. bis 28. August. Und da könnt ihr halt im Schweizer also das Turnier spielen. Das wird im Schweizer Turnierformat gespielt. Das kennt ihr ja schon vom KI-Turnier, also genau das Gleiche. Deswegen müssen wir auch gucken, wie viele Spieler überhaupt dabei sind, weil da gibt es so eine feste mathematische Formel, wie viele Runden müssen mindestens gespielt werden, damit es repräsentativ ist. Es gibt einen 5-Map-Pool, habt ihr auch schon im Video gesehen. Und ihr dürft natürlich eine Home-Map auswählen, aber die Map darf nicht gleich gespielt werden. Und Tag 2 geht es dann halt im Prinzip bis zum Finale. Könnt ihr auch alles selber durchlesen. Erst Best of 3 Format und dann immer Best of 5 Format. Es gibt sogar eine Entscheidungsmap, die ist jetzt noch nicht bekannt, die kommt dann mit der Zeit raus. Ja, und Regeln für die Spiele selbst. Ja, ihr müsst einfach wissen, dass Beobachter zuschauen. Das heißt, euer Spiel wird gewatcht von Cryolotus, von was ist ich, CIO, Fernie, wie auch alle sie heißen. Auch die ganzen Kanäle, die Videos hochladen dann. Übrigens, sie werden natürlich meine Spiele auch hochladen, aber aus meiner Ansicht, aus meiner POV, ne, First Person. Ansicht, wie ich gespielt habe und dazu was sagen. Kommt natürlich auch nochmal hoch. Und ihr seht natürlich hier, welche Glitches nicht verwendet werden dürfen. Ne? Also besonders auch keine Autoklicker und sowas. Custom-Makroskripte
dürft nicht verwendet werden. Natürlich dürft ihr Shortcuts verwenden. Also sowas wie, wie ich es verstanden habe, wenn ich jetzt eine Maus habe und habe da jetzt zum Beispiel einen Button dran und habe da zum Beispiel, was ich den Marker draufgelegt, dann darf ich das verwenden. Genau, so habe ich das jetzt verstanden. Das ist so eigentlich völlig okay. Ja. Und die Shortcuts generell dürft ihr auch verwenden von zu heute. Klassisch, ne? Gibt es nichts Wichtiges. Sonst wie gesagt. Ja, den Rest könnt ihr hier selber durchlesen. Jeder, der mitmacht, wie gesagt, Video wird aufgenommen. Und es gibt auch noch einen Prize Pool. Ist auch das eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Hier so ein paar Sachen drin, die Cry Lotus dann für euch verlosen. Steam-Karte, offizielles Firefly-T-Shirt. Irgendeine Überraschungsmonsterfisch-Kunst. Also das sozusagen, ja, ist jetzt, ich habe es übersetzt, das Übersetzer ist nicht hundertprozentig korrekt, aber da geht es halt darum, um eine. Er ändert ja die ganzen Details von Stronghold. Und da könnt ihr dann eure Änderung mit einfließen. Das. Ja, genau. Ja, und Regelzusatz, wie gesagt, das habe ich gerade schon erwähnt gehabt. Und für KIs geht auch noch mal ein bisschen was drin. Das könnt ihr euch, denke ich, selber durchlesen. Ich brauche, glaube ich, nicht zu tief drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, ich bin extrem hyped. Kommt gerne alle auf den Server, wenn ihr Bock habt. Es ist ein spezielles, also Turnier speziell für Anfänger, also Leute wie mich, die keine Ahnung von Multiplayer haben. Deswegen denke ich für jeden von euch interessant. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle da. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao.